In dieser Zeit, wo wir leider nicht Gottesdienste in der Kirche feiern können, möchte ich mit Andachten grüßen. Und es sollen Betrachtungen über Jesus Christus sein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der unansehnliche Christus, er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jesaja 53, Vers 3. Du, Herr, hast dich auf Erden unansehnlich gemacht. Und solange wir noch auf Erden sind, sehen wir dich noch nicht. Aber alles in uns verlangt nach dir. Noch sehen wir nur das Sichtbare, aber auch dies Sichtbare besteht ja nur noch in dir und um deinetwillen. Noch sehen wir Trübe in manchen Trübsalen. Und du selbst verbirgst dich unseren natürlichen Augen und unserem Verstand. In langen Stunden auf dem Krankenbett, in angstvollem Erstarren, in Leere und Einsamkeit sehen wir dich nicht. Aber dennoch bist du da, als der unansehnlich Leidende, dem wir in unserem Leiden nahe kommen, ohne dass uns dies das Leid nähme. Denn nur wenn wir dir nahe sind, in deiner Unansehnlichkeit, in deiner Niedrigkeit, in deinem Leiden und Sterben, werden wir dir auch nahe sein in deinem Ansehen, in deiner Erhöhung, in deiner Herrlichkeit. Denn das ist ja für uns die große Anfechtung deiner Unansehnlichkeit in dieser Welt, dass wir dich nicht mehr sehen, dass du dich unserer Erfahrung entziehst, aber immer gibst du uns dennoch genug Glauben, Liebe und Hoffnung auf dein Ansehen im Himmel. Denn dort bist du jetzt schon beim Vater in höchstem Ansehen, hat er dir alles unterworfen, auch den Tod, so dass wir dich, der uns hier auf Erden in seiner Unansehnlichkeit dennoch nahe war, einmal im Himmel sehen werden. In der Ansehnlichkeit deiner Herrlichkeit vom Vater, in die auch wir verwandelt werden, sehen wir dich von Angesicht zu Angesicht. Aber immer sind deine Absichten für uns nicht Gedanken des Leidens, sondern der Heilung, des Heils und deines Segens. Überwindung lässt du uns auch hier schon auf Erden erfahren, wenn wir dir in geduldigem Gehorsam bis ans Ende nachfolgen. Wenn du als der Sohn Gottes, in dem, was du littest, Gehorsam lerntest und zum Segen wurdest, so gilt dies auch für uns, für deine Jüngerinnen und Jünger. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Segne und behüte uns, Gott der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.